Herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz in der Saison 2023/24. DFB-Pokal steht an zwischen dem VfL Bochum 1848, der zu Gast ist beim DSC Arminia Bielefeld. Das Ganze in der Schüko Arena am Samstag um 18 Uhr. Aus Bochum werden mindestens 2700 Fans mitreisen, aber es werden wahrscheinlich mehr werden, da die Bielefelder ihren freien Verkauf hatten, aber so viele Tickets haben wir hier zumindest abgesetzt. Auf dem Podium Geschäftsführer Sport Patrick Fabian und Cheftrainer Thomas Letsch. Statistische Teil: Wir haben mal ganz tief gegraben. Bisher sind wir auf 81 Pflichtspiele zwischen diesen beiden Traditionsclubs gekommen. Das geht runter bis in die Gauliga. Uns interessieren aber vor allem die Bilanzen aus Bundesliga, Zweiter Liga und DFB-Pokal. Das waren 51 Spiele. Dabei sprangen 20 VfL-Siege und 15 Unentschieden bei raus. Im Pokal gab es das bisher dreimal. Da gab es für den VfL 2 Siege und ein Unentschieden. Es gab ja damals noch Wiederholungsspiele. Zuletzt traf man im Jahr 2000 in Bielefeld aufeinander und der VfL gewann im DFB-Pokal mit 4:0. Das letzte Aufeinandertreffen war im Mai 2022 hier in Bochum. Ein 2:1-Sieg für den VfL bei den ehemaligen auf Bochumer Seite Jan Fieser und unser neuer Reha-Trainer Björn Katbubowski, der aus Bielefeld gekommen ist, auf der Gegenseite als Spieler Manuel Winsheimer und Christoph Wortmann, der Geschäftsführer, die schon mal für den VfL aktiv waren. Abfrage wie immer zuerst an den Cheftrainer. Personalsituation: Auf meinem Zettel stehen als nicht einsatzfähig oder noch nicht dabei Moritz Broni-Quarteng, Tim Oermann, Lismousse, Mats Pannewich und Mo Tolba. Habe ich irgendwen vergessen? Ja, hallo zusammen. Ich schaue gerade auch nochmal konzentriert auf die Namen. Das sind die Spieler, die definitiv ausfallen. Alle anderen stehen zur Verfügung. Müssen wir schauen. Heute im Training gab es noch zwei kleine Probleme. Da müssen wir erst noch abchecken. Endgültige Klarheit haben wir dann morgen. Aber grundsätzlich kommen wir aus der Vorbereitungsphase eigentlich sehr positiv raus. Wir haben mit Tim Oermann leider eine muskuläre Verletzung, aber alle anderen sind fit und das ist eigentlich ein super Zeichen und es wird Zeit, dass es jetzt richtig losgeht. Genau, geht richtig los. Der Ball liegt bei euch. Eure Fragen bitte. Philipp Rentsch macht den Anfang. Ja, guten Tag in die Runde. Der VfL Bochum hat jetzt zwei Brasilianer im Kader, Danilo Soares und Bernardo. Bernardo hat 45 Minuten gegen Luton gespielt, Danilo Soares gar nicht. Wie ist der Fitnessstand bei den beiden? Sind sie bereit für 90 Minuten und schlimmstenfalls ja auch für 120? Ja, es sind zwei völlig unterschiedliche Fälle. Bernardo hat die Vorbereitung voll mitgemacht, aber hat keine Testspiele gehabt bei seinem früheren Verein in Salzburg. Und von dem her waren wir vorsichtig, haben ihn nur über 45 gehen lassen. Er sollte schon in der Lage sein, deutlich länger zu spielen. Ob es schon für 90 reicht, muss man sehen. Und bei Danilo ist es so, dass er eben Probleme hatte und deshalb kurzfristig ausgefallen ist. Ist jetzt aber wieder hundertprozentig fit und ist einsatzfähig. Und bei Danilo mache ich mir auch keine Sorgen, dass er über 90 oder gegebenenfalls 120 gehen kann. Wer macht weiter? Markus Rensinghoff von der WAZ Bochum. Ja, auch von mir Tag in die Runde. Herr Letschi, fällt insgesamt Ihr Fazit der Vorbereitung aus? Was war besonders gut? Was war besonders schlecht? Mit Superlativen tue ich mich schwer, in der einen wie in der anderen Richtung. Ich denke, dass wir im Großen und Ganzen ja, nicht ganz vergleichbar mit dem Winter, aber eine ähnliche Situation hatten. Wir haben, was die Inhalte anbelangt und vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft mitgezogen hat, haben wir aus meiner Sicht eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Die Ergebnisse waren natürlich durchwachsen. Es war deshalb auch wichtig, den letzten oder zumindest einen der beiden letzten Tests gegen Luton Town zu gewinnen. Auch wenn da wieder ein großes Manko im Chancenverwerten zutage getreten ist. Aber so gesehen bin ich absolut zufrieden. Und was ich vor eingangs schon sagte, auch die Tatsache, dass wir keine größeren Blessuren davongetragen haben, das zeugt auch davon, dass es eine gute Vorbereitung war. Von dem her ist es immer wichtig, es gibt einem ein gutes Gefühl, aber ob sie gut oder schlecht war, entscheidet sich am Samstag. Denn wenn wir das erste Spiel erfolgreich gestalten, dann war es eine gute Vorbereitung. Günter Pohl, Radio Bochum.
Ja, erstmal schönen guten Tag in die Runde. Arminia Bielefeld ist ja eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft. Sie haben ja die Videoanalyse bereits abgeschlossen, davon gehe ich aus. Was können Sie uns über Arminia Bielefeld sagen und welche Gefahren birgt das Spiel in Bielefeld? Ja, ist absolut richtig. Es ist eine komplett neue Mannschaft und auch ein neuer Trainer. Von dem her haben wir uns natürlich intensiv mit den Spielen beschäftigt, vor allem natürlich mit dem Spiel in Dresden. Das Spiel unter der Woche im Pokal haben wir angeschaut, aber ich glaube, dass wir da nicht so viele Schlüsse ziehen können wie aus dem Spiel gegen in Dresden. Hinzu kommt natürlich, dass wir den Michael Kniat auch aus seiner Zeit in Fell ganz gut kennen. Sie haben uns hierher gespielt letzten Winter und deshalb wissen wir ungefähr, was da auf uns zukommt. Der Ansatz, den er jetzt wählt mit Bielefeld, ist absolut vergleichbar. Es ist eine Mannschaft, die sich sicherlich über das Fußballerische definiert. Sie wollen Fußball spielen, sie haben eine klare Struktur, wie sie zu Torchancen kommen wollen. Und das ist die Gefahr. Hinzu kommt Heimspiel als jetzt Drittligist, aber gefühlt ist Arminia Bielefeld ja kein Drittligist. Vor 2 Jahren waren sie in der ersten Bundesliga, volles Haus, ein Bundesligist kommt zu Gast und dementsprechend die Atmosphäre plus ihre Stärken im fußballerischen Bereich, das ist das, wo wir aufpassen müssen. Umgekehrt wissen wir oder meinen wir zu wissen, wie wir das Spiel angehen müssen, damit wir eben genau diese Stärken ihnen nehmen und umgekehrt unsere Stärken auf den Platz bringen. Und es ist auch klar, wir gehen da mit breiter Brust hin, wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen und so wollen wir das Spiel auch angehen. Von Anfang an wollen wir das Heft des Handels in die Hand nehmen und nicht irgendwie passiv werden und dem Gegner das überlassen. Jetzt gerade gab es noch eine Meldung von Sebastian Hub. Hat die sich schon erledigt oder ist sie noch aktuell? Ja, der Günther hat die so nicht heute. Weitere Details, deshalb habe ich die Hand wieder runtergenommen. Und da du relativ abgehackt hier ankommst, ist das auch ganz gut so, glaube ich. Markus Rensinghoff, bitte. Ja, Frage an Patrick Fabian. Wie viele Pokalrunden sind denn im Etat eingepreist? Das haben wir jetzt akustisch nicht verstanden. Nochmal ein zweites Mal. Wie viele Pokalrunden sind im Etat eingepreist? Die Frage geht dann an Patrick Fabian, ne? Ja. Ja, lieber Markus, wir gehen da relativ konservativ mit um und schauen, dass wir zuerst unsere Pflicht tun und dann die Einnahmen irgendwo verplanen oder einplanen. Von daher konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf das Spiel und freuen uns natürlich auch wirtschaftlich, wenn wir da eine Runde weiterkommen und dann gucken wir in der nächsten Runde. Aber da sind wir relativ konservativ unterwegs. Dann vielleicht eine andere Frage, wo du gerade dran bist. Wie zufrieden warst du mit der Vorbereitung? Bist du mit der Vorbereitung Stand jetzt? Ich kann mich da dem Trainer eigentlich nur anschließen. Also das, was ich gesehen habe in den Trainingseinheiten, hat mir sehr gut gefallen. Es war immer Zug hinter, es war eine gute Ansprache da. Die Jungs haben auf dem Platz alles gegeben, haben sehr intensiv trainiert, die Abläufe mehr und mehr reinbekommen und die Neuzugänge sind hervorragend integriert worden, sowohl im Team selber als auch im Staff- und Trainerteam. Also konnte man von der Seite aus sehr, sehr zufrieden sein und positiv darauf blicken. Und klar, die Ergebnisse und teilweise dann auch die Leistungen in den Spielen waren so, dass wir da gesehen haben, dass wir noch Dinge zu verbessern haben und das hätte besser sein können. Aber eine Vorbereitung, die komplett glatt läuft, ist dann immer auch mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Von daher sind wir froh, dass wir auch Ansätze gesehen haben, die wir dann halt noch verbessern mussten. Jetzt das letzte Spiel oder beide letzten Spiele gegen Luton waren dann eine deutliche Steigerung zu den Spielen zuvor und haben mir dann auch wiederum sehr gut gefallen. Also glaube ich, dass wir insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Aber auch da schließe ich mich dem Trainer an. Letztlich ist die Vorbereitung und wenn dann die Pflichtspiele losgehen, wird man sehen, wo man steht und darauf kommt es dann letztlich auch an. Nils Börke-Barton von Funke Sport.
Hallo zusammen. Die Neuzugänge wurden gerade schon angesprochen und ich würde jetzt mal konkret fragen, wie Sie die Leistungen von Lukas Daschner und Felix Pasnak, also Ex-Duisburger, Ex-Dortmunder, bisher gesehen haben in Vorbereitung und vor allen Dingen, welche Startelf-Chancen Sie haben, denn ich denke mal, Sie konkurrieren ja auch um einige Plätze da noch. Ja, das ist richtig. Also es gilt eigentlich erstmal für alle Neuzugänge, was Patrick auch gerade sagte, dass sie sich sehr schnell sehr gut integriert haben und wir auch relativ schnell das Gefühl hatten, genau die Richtigen zu holen. Das Gefühl hatten wir davor schon, aber wenn man dann mit den Jungs zusammenarbeitet dann wird darin bestärkt, dann ist das immer ein gutes Zeichen, wenn die Bestätigung kommt. Unsere beiden Jungs aus dem Pott machen das sehr gut. Bei Felix Pasnak merkt man zum einen, dass er ein total positiver Typ ist, der, ich glaube, ich habe noch nie gesehen, ohne ein Lachen im Gesicht, der mit Freude in jeder Trainingseinheit dabei ist. Man spürt ihm an, dass er schon ein bisschen was erlebt hat, auf höchstem Niveau trainiert und auch gespielt hat. Hat natürlich auch gemerkt oder merkt an, dass er jetzt nicht in dem Rhythmus ist, wie ein Spieler, der letztes Jahr 40 Spiele gespielt hat. Aber macht es sehr gut und bietet sich einen heißen Kampf, einen heißen Fight mit Christian Gamboa. Das ist super. Die zwei pushen sich gegenseitig hoch und genau so muss es sein. Und bei Lukas ist es so, ist ja immer spannend, wenn ein Spieler dann auch aus der zweiten Liga kommt, wie schnell adaptiert er sich. Und er macht es super. Er hat insgesamt eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ist ein Spieler, der ein sehr gutes Gespür für den Raum hat, der auch in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er entscheidende Dinge machen kann im Bereich Assist oder dann auch selber die Tore machen. Und ja, hat auch wie Felix gute Chancen, von Anfang an dabei zu sein. Wir haben morgen noch eine Einheit und ich bin in der glücklichen Situation, dass sich die Mannschaft nicht von alleine aufstellt, sondern dass es tatsächlich einige spannende Optionen gibt und der Kopf wird noch rauchen. Aber das ist eine Luxussituation, die mir deutlich lieber ist, als wenn es umgekehrt wäre. Markus Rensinghoff. Ja, machen wir weiter bei den Personalien. Wo fährt denn Nico Gucicevic am Wochenende hin? Nach Aachen oder nach Bielefeld? Jetzt habe ich es leider akustisch sehr schlecht verstanden oder gar nicht verstanden. Dann versuche ich es nochmal. Wo fährt Nico Gucicevic am Wochenende hin? Nach Aachen oder nach Bielefeld? Das ist eine gute Frage. Im Moment stehen die Chancen ungefähr 50-50. Eine Fahrt würde er auf jeden Fall mitmachen. Nein, Nico macht es super. Macht es gut. Profitiert natürlich auch von der Situation, dass das Team Oermann aktuell verletzt ist. Er hat es in den Spielen und auch in den Trainingseinheiten gut gemacht und es ist immer schön zu sehen, wenn wir Talente bei uns im Talentwerk haben, die sich dann auch schnell an das Niveau her anpassen und ja, wie gesagt, der Junge macht es gut und die Möglichkeit, dass er mit dabei ist, ist durchaus gegeben. Philipp Rentsch. Herr Letsch, Sie haben gerade den Konkurrenzkampf auf der rechten Außenverteidigerposition angesprochen, Felix Pasnak und Christian Gamboa. Was spricht denn für Felix Pasnak und was für Christian Gamboa? Das ist eigentlich eine gemeine Frage. Es spricht sehr viel für beide, weil beide genau das Anforderungsprofil erfüllen, das wir auf dieser Position haben wollen. Beide haben eine gewisse Geschwindigkeit. Vielleicht ist Christian ein bisschen schneller noch, ein Tick schneller als Felix. Beide haben sowohl die Defensivposition gespielt, als auch schon etwas offensiver gespielt, wobei Felix in dem Bereich vielleicht die Nase vorne hat, weil er schon öfters offensiver gespielt hat. Beide sind keine Kopfballungeheuer, haben ihre Stärken aufgrund ihrer Körpergröße eher weiter unten. Ja, es ist super und sind vor allem zwei tolle Jungs, die den Kampf klasse annehmen. Und was ich vorher über Felix gesagt habe, gilt ja für Christian sowieso. Ich glaube, der kann gar nicht böse schauen. Und so muss es sein, dass wir eine gesunde Konkurrenzsituation im Kader haben. Jeder will spielen, jeder gibt alles, um zu spielen. Und am Schluss, die Wahrscheinlichkeit, dass beide von Anfang an spielen, ist sehr gering. Und da bin ich aber sicher, dass der andere dem anderen die Daumen drückt und wenn es dann soweit ist, dass er gefragt ist, da sein wird. Und Frage habe ich jetzt nicht groß beantwortet, aber eine Geschichte erzählt. Dann schauen wir mal bei der nächsten Geschichte oder Frage. Jan Ahlers aus Ostwestfalen zugeschaltet.
Ja, sportliche Grüße aus Bielefeld in die Runde. Ich hätte eine Frage an Patrick Fabian. Wie demütig macht einen so ein Blick nach Ostwestfalen auf einen Gegner, der ja vor 15 Monaten im letzten Pflichtspiel noch Bundesligist war, mit sehr guten Chancen, selbst das dritte Jahr in der ersten Liga zu schaffen, es dann nicht geschafft hat, dann setzt er halt ja hier eine entsprechende Negativbewegung ein, vorerst geendet in der dritten Liga, auch nicht mit unbedingt klar definierten Aufstiegsambitionen zurück. Das zeigt ja doch, dass es relativ schnell gehen kann. Ich habe so mitbekommen, in Bochum wachsen natürlich auch ein bisschen die Erwartungen und Ansprüche, weil auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht. Wie sehr lehrt einem das doch, zurückhaltend zu bleiben, wenn man auf so einen eigentlich relativ ähnlichen Club blickt, so von der Größe und Struktur her, der aber ganz anders die vergangenen Monate verbracht hat. Ja, ich glaube, da braucht es gar nicht unbedingt den Blick nach Bielefeld. Also wir können das hier schon sehr gut einschätzen und ich habe es gesagt, wir müssen demütig bleiben. Auch in der kommenden Saison gilt das Ziel allein im Klassenerhalt. Demütig zu bleiben heißt nicht, ambitionslos zu werden. Also das widerspricht sich nicht. Nur trotzdem sieht man am Beispiel von Arminia ja, dass es dann halt auch relativ schnell in eine andere Richtung gehen kann. Und wenn dann einmal so eine Dynamik Einkehr erhält, dann ist es oftmals auch schwer, dagegen zu steuern. Und am Ende, leider jetzt für Arminia, endet es dann tatsächlich sogar vorerst in der dritten Liga. Und wir brauchen aber nicht das Beispiel Arminia Bielefeld. Also wir können uns im Umfeld der Konkurrenz und der Wettbewerber der ersten Bundesliga schon sehr, sehr gut einschätzen. Und weil jetzt ein Tick mehr Geld vielleicht zur Verfügung ist, heißt es nicht, dass wir 8 andere Vereine in der Liga damit überholt haben. Im Gegenteil, wir müssen weiter schauen, dass wir aus immer noch weniger Mitteln viel machen. Das gilt auch fürs nächste Jahr. Und deswegen kann ich allen nur raten, im Umfeld und im Club selber einfach demütig zu bleiben und zu schauen, was uns stark gemacht hat in der Vergangenheit und so auch ins neue Jahr zu gehen. Und Träume dürfen die Fans immer haben, das ist okay, aber wir hier von verantwortlicher Seite wissen, glaube ich, ganz genau, wie wir die Dinge einzuschätzen haben. Günther Pohl. Nochmal eine Frage an den Trainer. Broschinski und Förster haben ja Großteile der Vorbereitung nicht so absolvieren können, wie sie sich das erhofft haben. Sind die beiden schon so weit, dass sie im Kader stehen könnten, da sie ja 5 Spieler Stand Anfang der Woche daheim lassen müssen, weil es ja nur 18 geht. Sind die beiden schon, kommen die für den 18er Kader in Frage oder käme das vielleicht noch zu früh? Denn der Zeitraum war ja doch sehr lang. Nee, sie kommen beide in Frage. Der Fitnesszustand ist etwas unterschiedlich. Moritz Broschinski war kürzer raus und ist eigentlich in einem Zustand, dass es ihm erlaubt, ja, aus meiner Sicht auch über 70 Minuten jetzt zu gehen, vielleicht noch nicht matchfit ist für 90. Bei Philipp ist es so, dass er auch in der Pause, er hatte ja schon Ende der letzten Saison massive Probleme an der Achillessehne und so gesehen ist das eine längere Geschichte. Bei Philipp sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Da müssen wir sicherlich im athletischen und im Fitnessbereich noch etwas tun. Aber grundsätzlich sind sie beide sicher in der Lage, auch schon im Kader zu sein. Weitere Fragen von eurer Seite? Jawohl. Zielfoto entscheidet Markus Rensinghoff. Oh ja, das ist die obligatorische Frage. Wir sind im Pokal Elfmeterschießen. Wie sieht es dann wieder aus? Geübt, nicht geübt? Sind Sie einer, der üben lässt? Also zunächst haben Sie recht, im Pokal kann es auch Elfmeterschießen geben. Geübt bisher nicht. Morgen ist noch ein Training. Mal schauen. Weiß ich nicht, habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Dank Ihnen werde ich drüber nachdenken und der ein oder andere wird sicherlich noch einen Elfmeter schießen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es sehr schwer das eigentliche Elfmeterschießen ist zu simulieren. Es ist eine andere Situation, ob du auf der Alm stehst vor doch wahrscheinlich voller Hütte oder ob du es im Training machst vor 17 Zuschauern, die draußen zuschauen. Jan Ahlers.
Ja, Herr Fabian, Sie haben ein ganz gutes Verhältnis zu Christoph Wortmann, unserem Geschäftsführer hier. Wie haben Sie den Weg so verfolgt, die ersten 8 Monate von ihm hier? Und ist da am Samstag noch irgendwie was geplant, noch irgendwie auf ein Getränk, eine Einladung oder so? Oder ist da, fragt man nicht die übliche Frage, ob er schon gefragt hat, ob Sie vielleicht ein bisschen sich zurückhalten, damit er bessere Chancen hat? Erstmal, in der Tat habe ich einen sehr, sehr guten Draht, ein sehr gutes Verhältnis zu Christoph und habe natürlich den Weg verfolgt. War natürlich ein absoluter, High-End-Start sozusagen. Also der hat ja alles mit reingespielt, stand dann zwischenzeitlich oder eigentlich ja die ganze Rückrunde allein in der Geschäftsführung dann da, weil Sami Arabi dann eben auch nicht mehr da gewesen ist, und von daher hat er dann auch so diesen sportlichen Bereich auf einmal mit zu verantworten gehabt, also schon trubelig und dann das Ressort eben noch dazu, also Hut ab, kann man dann nur sagen, vor den Dingen, die da auf ihn alle eingeprasselt sind, aber so wie ich Christoph in der Zeit erlebt habe und auch jetzt noch erlebe, hat er das alles für sich gut gemeistert und klar, jetzt gestaltet er dort eben diesen Neuanfang mit, und wir haben jetzt vor dem Spiel noch gar nicht ausführlich über dieses konkret gesprochen, aber wir werden uns vor dem Spiel sehen und dann sicherlich mal kurz vor dem Spiel maximal mit einem Kaffee anstoßen. Alles, was danach kommt, wird man sehen. Für diese Zeit des Spiels gibt es dann halt auch keine Freundschaften. Danach wünsche ich ihm wieder alles Gute mit der Arminia. Aber für dieses Spiel muss er mir auch nicht sagen, dass wir irgendwie Gas rausnehmen sollen oder sonst was. Wir geben Vollgas. Wir müssen auch Vollgas geben, um dort zu bestehen. 80%, 90%, das wird nicht reichen, weil die Arminia alles daran setzen wird, im ersten Heimspiel dieser Saison, im ersten Pflichtspiel vor eigener Kulisse eben eine Überraschung zu schaffen und das Publikum wieder hinter sich zu bringen, eine Euphorie zu entfachen in Bielefeld. Und auf das müssen wir einfach gefasst sein und uns dann entsprechend wehren und uns am Ende dann halt auch mit der Qualität, die wir haben, eben durchsetzen. Und es tut mir leid für Christoph, aber wie gesagt, danach wünsche ich der Arminia wieder alles Gute. Günther Pohl, du bist noch gemutet. Frage an Marc Letterow: Wie ist der organisatorische Ablauf mit Anreise morgen nach dem Training Ostwestfalen? Wie ist die Anfahrt zur Alm, der Almaufstieg? Wie ist der geplant? Also mal kurz, Marc Letterow, was sagst du? Marc Letterow ist nicht da. Ach so, stand er nicht in der Presseerklärung? Sorry, habe ich das falsch? Ja, Patti. Du wirst es auch wissen. Sag doch mal kurz, wie die ab morgen nach dem Abschlusstraining, wie das Prozedere ist zum Spiel nach Bielefeld. Ja, der ganz gewöhnliche Ablauf, wie wir ihn aus dem letzten Jahr kennen und ich glaube auch aus den letzten 25 Jahren Profifußball kennen, wenn wir auswärts spielen. Also nach dem Spiel geht es halt Richtung Bielefeld und dann checken wir dort im Hotel ein, werden morgen früh nochmal eine Trainingseinheit haben, die im lockeren Bereich liegt, eher ein bisschen anschwitzen, den Körper hochfahren und dann geht es halt irgendwann nach Mittagessen und nochmal im Essen Richtung Spielbesprechung und so weiter. Also nichts Außergewöhnliches, ganz normale Abläufe, wie es halt sonst bei Auswärtsspielen, die dann nicht in Dortmund oder Gelsenkirchen sind, eben auch der Fall ist. Noch eine Anschlussfrage? Ist das aus alter Tradition in Marienfeld, das Hotel? So, das kann ich dir gerade gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, ob wir es jedem erzählen müssen, in welchem Hotel wir sind, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. Nein. Ich habe ja den Namen des Hotels auch nicht genannt. Ja gut, wenn du Marienfeld sagst, dann bleibt nicht viel. 12 oder 28 Hotels geben. Alles gut. Nach diesen touristischen Tipps, Markus Rensinghoff nochmal. Ja, es gibt, der VfL spielt in besonderen Pokaltrikots. Wie ist da der Verkauf angelaufen? Sind schon alle weg? Ich habe noch keine aktuellen Zahlen, holen wir uns dann aber gerne aus dem Merchandising. Können wir davon ausgehen, dass die sicherlich schnell weggegangen sind. Ja.
Also zumindest das Feedback, was ich bekommen habe aus dem privaten Freundeskreis, war, ich habe leider keins bekommen. Also gehe ich davon aus, dass die erste Charge dann weg ist. Weitere Fragen? Ja, ich nutze mal die Gelegenheit. Von mir die letzte Frage an Thomas Letsch. Erste Saison jetzt als VfL Bochum-Trainer von Beginn an. Gibt es ein besonderes Ritual, das Sie als Trainer in einer Saison immer pflegen? Das Sie auch in der Vergangenheit schon gemacht haben und jetzt weiter fortführen? Eigentlich nicht. Also zumindest fällt mir aktuell keines ein. Es ist auch so, es ist dann immer ein Unterschied, ob man neu einsteigt in einer Saison mit einer Vorbereitungsphase. Jetzt ist es meine erste komplette Saison, aber es fühlt sich ja so an, oder es ist ja so, dass ich fast eine komplette Saison letztes Jahr schon erlebt habe. Nee, gibt es eigentlich nicht. Also klar wird es irgendwann das ein oder andere Getränk mit meinem Staff geben. Das gehört dazu, das wird man machen, haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Aber irgendwelche spektakulären Rituale gibt es eigentlich nicht, nee. Ja, dann war es doch nicht die letzte Frage. Es gibt so ein paar Änderungen, Schiedsrichter, Regelwerk. Es gab zuletzt oder in den vergangenen Jahren immer dann für die Spieler des VfL Bochum eine Belehrung durch Schiedsrichter. Hat es das wiedergegeben? Und wie stehen Sie den Änderungen, auch was Nachspielzeit anbelangt, gegenüber? Ja, natürlich. Diese obligatorische Schulung, die gab es natürlich. Da ging es um diverse Situationen. Das leidige Thema Handspiel haben wir natürlich wieder besprochen. Das Thema Abseits, wenn jetzt der Ball vom Gegner kommt, das wäre letztes Jahr auch ein paar Mal gehabt. Also es haben sich ja keine großartigen Dinge verändert. Ehrlich gesagt, über das Thema Nachspielzeit haben wir in dieser Schulung gar nicht so viel gesprochen, aber ist ja jetzt auch viel passiert, passiert jetzt auch oder bei der Weltmeisterschaft wieder ein bisschen was. Ich denke, ich finde es immer spannend, wenn Regeln modifiziert werden und sie nützen nachher dem Fußball. Und darum muss es gehen. Es muss nicht der Regel wegen sein, sondern es muss einfach dem Spiel insgesamt helfen. Wir werden auch dieses Jahr nicht mit jeder Schiedsrichterentscheidung zufrieden sein. Aber alles in allem wissen wir, dass auch die Kollegen an der Linie, auf dem Feld oder am Rand oder im Keller oder wo inzwischen ein Schiedsrichter überall sitzt, ihr Bestes geben und leider passieren auch da Fehler, aber wir gehen respektvoll und gut miteinander um und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Besten Dank. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns fürs Interesse und den einen oder anderen sehen wir dann am Samstag in Bielefeld. Bis dahin, Anschluss 18 Uhr.